Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Stop the Latias of the Kingdom. Im letzten Part haben wir wieder uns viel umgeguckt hier oben. Ist jetzt gut, Flo. auch wieder ein Shriny gemacht. Und ja, ich habe eben auf dem Weg, habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen gekocht. Aber jetzt nichts Besonderes, aber nur das, was wir viel hatten, weggebraten. Hast du bis zum Maximum gekocht? Ja, habe ich. Und dann mal ein paar Pfeile gekauft und ich habe jetzt halt die ganze Zeit unterwegs gesehen, dass hier viele Leute noch Quests haben. Okay, da können wir gleich mal durchgehen. Was auch immer da gerade ist, wird sie uns bestimmt sagen. Ach du bist, ich habe schon mit der Welt abgeschlossen. Hier ist es so staubig. Beim Putzen bin ich dann mit dem Besen gegen die Wand gekommen und sie ist eingebrochen. Seitdem höre ich eine schaurige Stimme, die eines Dämons. Dämons. Aus diesem Loch hervordringen. Alle sagen, dass sie nichts hören können, also ich höre sie ganz sicher. Bestimmt habe ich einen Dämon aufgeweckt, als ich das Loch in die Wand geschlagen habe. Und jetzt wird er meine Seele holen. Oh, Belo, Gratian, meine geliebte Familie, wohl für immer. Oha. Ist das... Hat das was mit der Statue um zu tun? Alter, ein Brunnen. Nee, ist kein Brunnen. Jan, was tust du da? Wählen Sie bitte eine Waffe, die das kann. Wir haben noch einen Stein mit Stock. Ein Schwert mit Stein. Ach, nö. Na, Prost, Mahlzeit. Wollen wir erstmal den anderen Weg gehen, weil da ist jemand, der was will? Ist, glaube ich, sinnvoll. Was sinnvoll wäre, ist auch den Kanal zu abonnieren, im Übrigen. Und, um nicht zu verpassen, gerne auch Like da lassen, kommentieren und im Discord zu joinen. Da seid ihr mal top. Ich glaube jetzt nicht mehr. Top auf dem aktuellen Stand. Das ist noch ein Opal. Aber ansonsten... Geht's da noch weiter? Ja, doch. Da wollte er schon... Oh! Schon aufgeben. Ja, stimmt. Der Frosch muss ja auch irgendwo sein. Und ich glaube, das ist da, wo die Person ist. Einfach eine Gefängniszelle und dann ist dahinter nicht viel. Ich weiß nicht, ob hier ein Frosch ist. Das ist ja keine... Das ist ja nicht richtig als Höhle. Und, oder? Doch. Sehr gut, da ist schon der Ersatz. Vorne lag auch irgendwo noch ein Stein. Ja, ein Stein! Wir kommen gleich. Mach mal ganz ruhig. Was ist denn für Geräusche los? Ey, gleich weine ich hier echt. Und das ist ein Tunnelsystem hier auf einmal. Ja, wir sind Geheimgang. Wir kommen gleich im Schloss Hyrule raus. Merkt das schon. Ich hoffe, du findest den Rückweg. Hast du schon was von Froschi gehört? Du bist nicht Froschi. Wollen wir erst nochmal zurück? Oder wollen wir jetzt durchziehen? Ich würde erstmal diesen Weg hier zu Ende machen wollen. Okay. Na, warte doch ab. Der streckt doch gleich sein Ding raus. Irgendwie hat er ja nicht so viel Lust gerade. Jetzt Angriff! Er hat sich umgedreht. Jan! Das ist ja auch noch... Ey, ich weine gleich. Es hört einfach nicht auf. Da oben ist auch noch... Soldatenschild. Auf dem Weg. Hier ist jetzt irgendwie gar nichts. Was denn? Ja, dann müssen wir da nochmal hoch.
Oh mein Gott, was da passiert? Da war ein Bombending anscheinend. Nein, die wollten wir doch einsammeln. Oh. Aber das Ding ist, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Abwechslung. Das auf jeden Fall, das ist gar nicht so schlecht. Und wir wollten eigentlich nur die Quests in den anderen machen. Also beim Ornis zum Beispiel ist ganz viel. Aber guck mal, wo wir sind auf der Karte. Ja, es geht hier echt voran. War da keine Waffe drin? Doch, du hast eine. Wir haben einige wieder gefunden, also alles gut. Die gehen uns hier, glaube ich, nicht aus. Aber nicht, dass jetzt die Person gleich irgendwas will, dass wir hier weiterlaufen und dann müssen wir... Oh nein, hier ist ein Boss. Hallo. Oh. Oder hier ist doch wieder ein... irgendwas Rock drin. Ja, meinst du nicht ein Stahlding? Meine ich doch. Stahlhinox? Weichen Sie zurück. Also ich sehe da keinen, da ist ein Weg. Ich weine gleich, ey. Jetzt sind wir wirklich im Schloss Hyrule. Sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem einen Ding? Na egal, wir müssen jetzt hier umgucken. Ich will das jetzt nicht mittendrin abbrechen. Nee. Also wie kommen wir davon ja gar keine. Haben wir tatsächlich nicht. Oh nö. Grüß Gott, wie geht's Ihnen? Nee, ich mach das diesmal anders. Hallo. Aber du triffst ihn jetzt erst. Okay, hatte der andere überhaupt eine Truhe gedroppt? Ja, hat er. Ach, das war haben wir auch aufgemacht, genau. Nein, unser Breitschwertding. Da sind Fackeln, kann man die anzünden? Oder bestimmt nicht. Angriffskraft hoch. Ja, nimm den, der fast kaputt geht, oder? Der erste. Ein schlechter Bogen ist besser als ein kaputter Bogen. Oha, was? Hylianischer Beinschutz, oder Hylia-Beinschutz. Stiefel hylianischer Soldaten aus schwerem Metall, die aber guten Schutz gewähren. Aufgrund ihres Gewichts braucht es Übung, dass man in ihnen rennen kann. Oha! Das ist cool. Das ist auch, ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, sonst ist hier nichts mehr. Haben wir den Gang schon mal fertig. Aber es gibt ja trotzdem noch 30 weitere. Alla, blaue Steine. Ich glaube, die sollten wir trotzdem kaputt machen. Verbind schon mal die anderen, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da ist nichts drin in den Felsen. Die welche? Da so rum. Ja, die da rumliegen. Oder hast ja, das sind nur die außen rum. Achso, ich dachte, achso, okay. Hä, da hat sich. Ist überhaupt was passiert? Fühlt nicht. Lapis Lazuli, wo bist du? Möchtest du vielleicht noch näher rangehen? Ah, Hilfe! Oder hey, da ist irgendwer. Irgendein Gegner. Ey, was ist denn das für eine fette Wand? Ja, noch ein. Das reicht, oder? Ich weiß nicht ganz. Er ist ertrunken. Och Mann, ey. Ich will nicht mehr, Mama. Geh mal da unten lang, unten rechts in dem Wasser, geht's da weiter. Nur den Kopf, okay, die sind tot. Alles gut, tot. Guck mal unten rechts. Ist da ein Weg oder ist da kein Weg? Ja, da. Scheint wie ein Weg. Feen! Oh, das ist wichtig. Ganz ruhig, Jan. Kannst du dich jetzt schon umziehen?
Kommst du auch mal runter? Das reicht jetzt. Der will doch nur mit dir spielen. Oder sie will mit dir spielen. Der Typ nervt mich jetzt am meisten. Hast du schon andere eingesammelt? Ja. Naja. Wie viel hast du eingesammelt? 2. Ja, ist okay. Den Frosch hatten wir auch schon, oder? Das war diese Fitkröte, oder wie das hieß. Hat mir ein Bild gemacht und sie war dann weggeschwommen, oder? Wahrscheinlich, hoffe ich, denke ich. Ja, ich glaube, eine braune Kröte hat, ne? Ein Trüffel. Ein Trüffel. Und weiter geht's. Dahinter könnte der Frog sein. Der Crazy Frog. Bam, bam. Ring, ding, 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 ring, ding, ding. Was habe ich ein Entertainment hier bieten? Ja. Nicht mehr. Du kannst durch. Steine dran. Steine dran. Da ist doch eine Lücke. Was tust du? Oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Bombe! Bombe. Oh, Diamant. Als ob. Wir dürfen auch mal Glück haben. Ey, das kannst du doch keinmal. Immer tiefer, wir sind gleich im Erdinneren. Vielleicht gibt es den Zugang zum Untergrund. Erstmal die Steine wegmachen. Nein, unsere Waffe. Du hast sie fallen lassen. Stopp! Zurück! Oha, Saphir. Hä, lag da nicht ein Saphir? Stimmt. Doch, da lag ein Saphir. War ja sonst nichts? Immer ordentlich umsehen, ich weiß nicht. War da wirklich nichts in dem Raum? War das so ein kleines Räumchen? Hm. Ah, es ist, weiß ich nicht. Das ist so eine Einzimmerwohnung in München, die kostet ja auch schon 500 Euro. Kalt. Da ist jetzt aber einer. Vielleicht. Das ist möglich, ja. Wir machen gerade nicht mal das, was die Quest ist. Ja, wir gehen dann am Ende des Parts zurück und dann sagen wir hi. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Steht er von alleine auf? Ne, wir mussten bis zu einem gewissen Grad mussten wir den. Jetzt. Okay. Geh näher ran. Auge, Auge. Oh. Aber das war das Ding, was man dann so in die Hand nehmen konnte, stimmt ja. Aber wann ging das? Wann springt das Ding raus? Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Schlange ihn mit seinen eigenen Waffen. Willst du dich voll heilen? Ja, ist vielleicht besser. Ich weiß nicht, wie stark der war. Ich habe. Ja, aber der Ausdruck. Verteidigung ist nicht so gut. Hat der am Nagel? Oh. Da! Nimm das Auge in die Hand. Warte mal, was ist, wenn ich denn das ins Wasser schmeiße? Alle anderen sterben doch dadurch. Das nicht. Nein, nimm deine Fähigkeit, dass du es in die Hand nimmst. Schnell! Ja, nee, vielleicht stirbt er ja trotzdem da unten. Ob dem das komplett egal ist. Das ist nicht ein 2-Zentimeter-Monster. Oh nein. Kommt gleich auch noch Blutmond hier. Lade Mary. Hau da kaputt. Weg, genau. Hat das Link von alleine gemacht? Nee, ich kann das selber kicken.
Waffe hat er schon in der Hand gehabt. Na komm. Jedoch, nein! Oder ist der dann tot? Ich glaube, der kann nicht sterben. Wenn du das Auge nicht triffst. Ja. Sehr schön. Mann! Was denn? Ich werf die ganze Zeit falsch. Ich werf die ganze Zeit falsche Sachen weg. Ich will die doofen Zweihänder, die ich eh überhaupt nicht mag, einfach wegmachen. So, es sind ja aber auch noch 50.000 Ärzte in diesem Raum. Warum nicht? Why not? War ein kleiner Höhlenpfad. Klein ist gut. Gucken, was hier noch passiert. Ich denke mal, dass diese Richtung jetzt schon mal abgehakt ist, hoffentlich. Dass das das längste war. Tja, weiß, wir werden es erfahren. Bin mal gespannt, was die dann oder die Person dann so sagt. Ja, da hinten ist so ein Monster, das sollst du besiegen. Ja, oh, ist schon tot. Man weiß es nicht. Wo war hier jetzt der Eingang? War das nicht beim Wasser in der Nähe? Ist das, was man kaputt machen kann? Oh, heiliger. Ja. Ja, los. Da hinten geht's auch noch lang anscheinend. Hä? Wie fest ist das denn? Das steht sogar noch über Blau, wie es aussieht. Na. Einmal sind wir in einem anderen Gebiet. Ich glaube, mit Feuer wirst du den sehr schnell betäuben können. Was tust du? Das ist Elektro. Ja, ich weiß. Ja, er ist betäubt. Nein! Nein, nochmal Feuer oder Bombe. Jetzt noch ein Teil der Rüstung? Wahrscheinlich. Nein, ich sehe die ganze Rüstung davon drin. Das ist halt an einer sehr ähnlichen Stelle wie vorhin. Ja.
Hylia-Helm. Ein Helm für Frontsoldaten aus äußerst robustem Metall. Alle Exemplare, die man jetzt noch findet, stammen aus der Zeit der großen Verheerung. Gut, vielleicht ist der Gang, den wir da gesehen haben, auch der Gang, der da zum letzten führt. Ne, es fehlen nur noch Beine und... Ne, Beine haben wir, Brust fehlt nur noch. Ja, genau. Es sind nur drei Teile in Zelda. Ich glaube nicht, dass das hier direkt schon wieder ist. Ich hoffe es zwar, aber ich glaube nicht dran. Ja, das wird jetzt nicht gleich Ende sein. Das sollte jetzt nicht die Sackgasse sein. Nochmal die Ulti-Stechattacke. Ja. Ach du Heiliger. Was sind das denn für... Das ist so ein Anium? Nee, oder? Aber noch nicht runterspringen. Ich glaube, wir sollten hier erstmal oben lang. Mehr Steine. Wow. Nee. Manu. Sieht aber wieder nach Gang aus wie eben. Ja. Ja, das ist das letzte Teil. Und der nächste Bogen ist kaputt. Und welcher Schleim ist hier? Vielleicht mag keiner Schleim. Irgendwie so ein Hebel oder so? Was ist das da für ein Stern? Mhm, ist nur unterirdisch. Ja, was geht ab? Eigentlich habe ich die nur zufällig, eigentlich wollte nur Orni-Quests machen. Daraus ist nicht viel geworden. Ich habe noch ca. 5 Minuten, das sollten wir hoffentlich schaffen. Diese Rüstung wurde einst von hylianischen Dingern getragen. Maris ist das Stück der Schmiedekunst, die ihrem Träger eigenen Schutz bietet. Also einigen, nicht eigenen. So, weiter. Gutig, gutig. Ja, es fehlt noch so mindestens zu dem Questing müssen wir auch noch. Ja, da kann man uns am Ende hin teleportieren. Wir müssen jetzt nur noch da in dem einen Raum runtergehen und dann war's das da, oder? Nee, irgendwo gab's auch nochmal eine Abzweigung, glaube ich. Dann gucken wir da auch nochmal vorbei. Hat man den Frosch jetzt schon? Ja, oder? Mhm. Nicht? Ich glaub nicht. Das. Hier ist jetzt halt auch krass, ne? Sind Leuchtsteine. Ich weine gleich. Können doch einfach jetzt aufhören. Der Gelb ist krass. Eins am anderen. Lass uns doch hier noch ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir gleich eine Stelle, wo man sagt, ja, jetzt haben wir den Raum angeguckt, aber da geht's noch weiter und das machen wir am nächsten Part. Aber jetzt...
Alter, Trickshot. Der hat ja gar nichts verloren. Kann er mal sterben? Ja, so. Ich würde sagen, wir clearen noch diesen Raum. Dann geht's an der Stelle weiter. Ich hoffe, dass wir dann heute Abend oder wann auch immer noch ein bisschen Orientierung hier haben. Ja, wir müssen halt... Ich glaube, von dem Raum aus geht's nicht weiter. Ich glaube, das ist in einem Raum, der eine Sackgasse ist. So ein Seitenarm. Ja, die Gegner sind hier schon mal alle weg. Das hat zwei. Ich glaube, das sind zwei. Drei. Ja, der eine war schneller tot. Ernsthaft? Er kennt sie nicht. Die Lanze mit Ritter Hellebarde. Da komm mal her. Wir machen jetzt nicht alles kaputt, oder? Guck. Nein, ich meine jetzt hier hinten. In diesem Raum. Ich weiß, ich meine nur allgemein, wir machen jetzt nicht mehr alles kaputt, oder? Was meinst du mit alles kaputt? Ja, die ganzen Erze und so. Ach, nee. Gut, aber dann. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es war ja doch jetzt anders gelaufen, als geplant war. Aber im nächsten Part werden wir hoffentlich diese Höhle zu Ende erkunden und dann auch mal schauen, was mit dieser Quest auf sich hat. Gibt es wirklich einen Dämon? Wenn ihr das erfahren wollt, solltet ihr die nächste Folge auf jeden Fall nicht verpassen und ein Like da lassen. Also bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Tschüss. Tschüss.